Hallo alle zusammen. Ich bin Elena, deine Lieblingsdeutschlehrerin, und heute habe ich für dich ein ganz kurzes und informatives Video vorbereitet zum Thema Farben in der Sprache. Am Ende des Videos schreibe mir bitte in die Kommentare Sätze, die du selbst mit Hilfe von meinem Video geschrieben hast. Benutze dabei Farben in der Sprache. So, das erste Wort ist Rot sehen. Was ist das? Rot sehen. Das bedeutet wütend sein. Wütend sein. Das nächste ist grünes Licht geben. Ja, das bedeutet die Zustimmung geben. Jemand gibt dir grünes Licht, das heißt, er gibt dir seine Zustimmung. Grün vor Neid werden. Jemand ist grün vor Neid. Das bedeutet sehr, sehr neidisch werden. Grün vor Neid bedeutet sehr, sehr neidisch werden. Sich grün und blau ärgern. Hier kommen zwei Farben, grün und blau. Und das bedeutet sich über etwas sehr, sehr ärgern. Du ärgerst dich grün und blau, kann man sagen. Mit einem blauen Auge davonkommen. Das heißt nicht schöne blaue Augen haben, sondern Glück haben trotz eines kleinen Schadens. Du hast Glück, trotz dass es etwas passiert ist. Mit einem blauen Auge davonkommen. Rot wie eine Tomate werden. Diese Wendung gibt es vielleicht auch in deiner Muttersprache. Du bist rot wie eine Tomate. Ja, man bekommt ein rotes Gesicht, weil man sich schämt. Schämen bedeutet, wenn man was Peinliches hat oder was Peinliches gemacht hat, dann schämt man sich. Eine weiße Weste haben. Eine weiße Weste trägt dieser Mann hier. Und das bedeutet unschuldig sein wie ein Baby. Oder ohne Baby. Einfach unschuldig sein. Eine weiße Weste haben. Du hast ja eine weiße Weste. Das schwarze Schaf sein. Das hier ist das schwarze Schaf. Das bedeutet anders als die anderen sein. Vielleicht ist man, ist der Mensch einfach etwas Außergewöhnliches oder sieht anders aus oder denkt anders als die anderen, hat andere Ansichten auf Politik, Religion oder Kultur. Dann sagt man, diese Person ist das schwarze Schaf. Blau sein. Es gibt blau machen, nicht zum Unterricht kommen zum Beispiel. Und blau sein bedeutet betrunken sein. Ja? Du bist blau. Du bist betrunken. Oder ich bin blau. Das bedeutet, ich bin betrunken. Schwarz sehen. Nicht mit schwarzen Augen sehen, sondern schwarz sehen bedeutet die Zukunft negativ sehen. Die Zukunft negativ sehen. Schwarz sehen. So, nun vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir in die Kommentare eure Sätze mit Farben in der Sprache und ich freue mich sehr, sehr darauf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.